So, und damit willkommen zurück zu, ja, Boxenstopp. Lange ist's her, wir sehen uns wieder. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert mit den Aufnahmen zu neuen Folgen von Boxenstopp. Wir haben ein bisschen drunter und drüber ging's bei uns. Also bei mir auch mit der Gamescom und bei den anderen auch so ein bisschen viel um die Ohren. Aber jetzt sind wir wieder live dabei. Oder beziehungsweise, je nachdem, wann auch immer ihr das Video guckt, nehmen wir neue Folgen auf. Der liebe Herr Bananenbrot ist auch wieder mit am Start. Heidi ho, liebe Leute. Und der liebe René-Nähnchen ist auch wieder mit dabei. Moin Moin. So, und wir fahren wieder Richtung Wegpunkt und dann schauen wir mal, was wir da auf dem Schirm haben. Los geht's, Jungs. Let's go. Let's go. Ich fahre hier wieder durch den Clown. Ich fahre hier wieder alle durch den Clown. Bah. Da war gerade, da war gerade irgendwie so ein da war gerade irgendwie so ein Cowboy-Typ, so ein kostümierter, den habe ich gerade überfahren. Der hat es aber verdient. Ja, aber endlich fahren wir mal wieder mit Stil, mit deutscher Ingenieurstechnik. Jawohl. Oh ja. Und schön BMW. Ich hab fast so Unfall provoziert. Und wir wären ja nicht bei Boxenstopp, wenn wir nicht tolle Themen hätten. Also ich habe auch noch ein Thema, aber ich glaube, der liebe Herr Bananenbrot hat, glaube ich, auch noch ein Thema parat. Deswegen lasse ich dir da lieber mal den Vortritt. Genau, und das war ein Thema eines unserer Zuschauer, da sind wir immer sehr dankbar. Spiele, die wir uns wünschen würden, die toll aussehen würden, genial wären, aber die es wahrscheinlich nie geben wird. Aus verschiedensten Gründen. Oh, dazu muss ich sagen, mein Wunsch hat sich erfüllt, es kommt Final Fantasy VII Remake. Ja, das ist uns klar, dass wir dich da eine Weile nicht mehr sehen. Da schließt du dich im Bunker ein. Da wünsche ich mir ehrlich gesagt, ich bin schon Offline-Modus für die Playstation, damit ich keine nervigen Party-Einladungen bekomme, keine nervigen Benachrichtigungen, ja, aber einfach das in Ruhe das Spiel genießen. Ja gut, aber sowas wird ja eventuell ja kommen, ne, oder? Wir reden ja von Verena's. Tschüss! Wir reden ja von Wünschen, glaube ich, keine Benachrichtigung. Die vielleicht ja nicht kommen würden aus irgendwelchen x-beliebigen Gründen, ne? Also gut, da kann man natürlich jetzt sagen, sowas wie Silent Hills. Ja. Die komme ich, aber da bin ich jetzt nicht so. Mal ein bisschen langsam. Gründe wie das Studio löst sich auf oder ich bin da mehr so Spiele, die nie kommen werden, weil es nicht nach dem Wunsch der Entwickler geht. Und zwar, also ich hätte, ja. Ja, sag an. Nee, erzähl du erstmal ruhig. Du warst gerade da im Flow. Nee, also ich bin ja immer so, Pokémon wäre toll, wenn es da mal was Größeres gäbe. So im Sinne von Skyrim meets Pokémon. Eine riesige offene Welt, Rollenspiel, tralala. Oder ein Pokémon MMO, ein sehr großes. Ja. So ein bisschen World of Warcraft mäßig. Wird es leider nie geben, weil ich habe da mal so einen Bericht gelesen, was der Chef von Game Freak hat mal einen Brief zurückgeschrieben. Weil die kriegen ja jeden Tag. Vorne? Genau, ja. Die kriegen ja jeden Tag Briefe wegen sowas. Ja. Hat er mal geantwortet, ja, was sie mit solchen Briefen machen. Jedes Mal, wenn sie so einen Brief bekommen, wird der in der Redaktion laut vorgelesen, dann wird drüber gelacht und dann wird er in den Mülleimer geschmissen. Ja, weil das wird auch nie ankommen, so etwas. Mal ganz ehrlich, Pokémon, gut, Daniel, du bist Pokémon designed für 10-Jährige, gespielt von 20-Jährigen. Call of Duty, designed für 20-Jährige, gespielt von 10-Jährigen. Also ich habe noch nie einen Pokémon-Teil gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nie ein Interesse daran hatte. Ja, ich auch nicht. Also mein Wild ist es auch nicht. Aber ich würde mal gerne zu dem Thema Silent Hill zurückkommen, weil Silent Hill fand ich früher schon geil. Ja. Ich kann, wenn man sich auch die Arbeitsbedingungen bei Konami mal ein bisschen angeguckt hat, was man auf den Berichten gelesen hat, kann man es verstehen, dass Kojima gesagt hat, auf gut Deutsch, ihr könnt nicht mal, ich gehe. Ja. Und meine Projekte führt ihr nicht weiter. Wo wollt ihr hin? da führt wo uns die der Banane Weg hin. So. Ja, du hast mich gegen die Säule geschleudert. Also bei mir geht der Weg geradeaus weiter. Ja, bei mir auch. Nee, jetzt komme ich mal dazu. Und zwar, was ich mir gerne wünschen würde, was aber, glaube ich,
ich glaube, nie das Licht der Welt erblicken würde, oder beziehungsweise, was glaube ich nicht umsetzbar ist, ist einfach ein Spiel wie in Anführungsstrichen, sage ich mal, ein GTA oder The Crew. Und halt in diesem Spiel, ich sag mal, also eine Mischung aus GTA und The Crew, da drin halt Jahreszeiten und halt aber dann nicht Rumballerei, sondern richtig live. Also so richtig so arbeiten, Geld verdienen, weißt du, so Autos kaufen. Sowas ein bisschen wie diese Arma 3 Mod. Ja, so halt, wo du von klein auf, hatte. Ja, so, ja, gut, das ist natürlich wieder mit Drogen und so eine Kacke, aber ich meine so ja, richtig okay. So auch, wo es dann wirklich auch so zum Beispiel so Jahreszeiten gibt, weil das habe ich bisher noch Second nie Life. Ja, genau. Wo ich halt, wie gesagt, noch nie irgendwie im Videospiegel habe ich Jahreszeiten gesehen, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nie. Und ich mir auch vorstellen, dass sowas auch nicht geben wird, auch jetzt wie gesagt halt zum Thema halt Wünsche, jetzt spielemäßig, zum Beispiel so ein GTA, halt wie gesagt GTA Real Life mäßig, halt so, gut, also nur halt nicht mit Ballerei. Ne? Wo ich das Jahreszeiten gesehen habe, war in Animal Crossing, aber das ist halt wirklich DS. Das war geil. Das war geil, das ja, habe ich selber gespielt. Das ist toll. Aber ganz ehrlich, kurzer Schwenke. Animal Crossing ist, finde ich, eines der sinnlosesten Spiele, wenn man sich's mal anguckt, die es gibt. Ich liebe es zwar auch, ja, aber du gehst da in diese Stadt und kommst zu dem Typen und sagst, ich brauche ein Haus. Er sagt, ich gebe dir ein Haus, bezahl's ab. Dann hast du es abbezahlt, dann sagt er, du brauchst ein neues Haus. Du kannst nicht sagen, ich will kein neues Haus, ich will jetzt das und das machen. Er sagt, du brauchst ein neues Haus, ich gebe dir ein neues Haus, zieh ein, bezahl's ab. Und so geht das immer weiter. Ich weiß. Wo ist denn der liebe Herr Bananenbrot? Ist der vor uns oder ist der hinter uns? Oh, ich bin einen Kilometer vor euch, sorry. Ich teste gerade so, ich bin so ein bisschen fasziniert vom Serien-M5 hier, der schafft rein, der hat noch was. Der ist am Fahren und am Fahren und am Fahren. Ja, ich stehe hier jetzt schon 10 Sekunden und ihr seid noch nicht da. Ja, jetzt kannst du aber ein bisschen Gummi geben, wir kommen. Ja. Sehr schön. So, ja, Thema. Hast du noch was zu anmerken? Ja, zu den Spielen hätte ich noch was. Gut, das mit den Jahreszeiten, das wäre wirklich cool. Ich fände sowas wäre auch ein Spiel, das wirklich so ein Always-On-Game, das dann zum Beispiel mit Wetterdiensten oder sowas verbunden ist. Dass das Wetter im Spiel das gleiche Wetter ist wie bei dir gerade. Okay. Das ist technisch so dermaßen groß. Ressourcenlastig, Aufwand. Ja. Es von den Ressourcen her ist das machbar, aber das würde keine Sau bezahlen. Nee, ja, schon klar. Das ist genau. Ganz ehrlich, wenn du zum Entwickler sagen würdest, jo, mach mir mal ein Spiel, was real-time ist, richtig real-time an deine Gegend gebunden, kannst du mal davon rechnen, dass du für das Spiel vielleicht 1000 bis 2000 Euro hinlegt. Muss ich allein, aber was ganz, die Entwicklung davon kostet. Muss ich ja, aber ganz klar. Kurz anmerken, also Realtime in Spielen halte ich sowieso nichts viel von. Also jetzt sage ich mal, wenn jetzt zum Beispiel, ich sag mal, The Crew jetzt so wäre, die Uhrzeit jetzt bei dir wäre, wäre jetzt auch im Spiel. So, ich sag mal, du hast jetzt, sag ich mal, einen 8 bis 12 Stunden Job und kommst immer nur abends nach Hause. Dann würdest du das Spiel nur in der Nacht sehen. Dann würdest du es lieber Tag sehen. Ja, und deswegen fände ich das nicht so berauschend, sag ich mal, für einige Leute, die, glaube ich, da stimmen einige zu, weil ich glaube, das wäre nicht so toll. Und was ich auch nicht haben muss, wenn es bei mir draußen schüttet aus Eimer, dass es dann auch noch im Spiel schüttet. Ja. Ich will ja Freude damit haben und mich ablenken halt, ne? Und nicht Depri werden, weil draußen regnet, ne? Wow, was war das denn? Da ist es ja toll, wenn halt jetzt das neue Grafik-Update von The Crew kommt. Oh ja. Dass das Wetter halt per Zufall generiert wird. Genau. Und das Ganze ist es was anderes. So. Ja, war wir ja gerade, Banane kurz rückwärts gefahren, wieder gedreht. Was ich kurz sagen wollte, wir sind ja am Rummelplatz gestartet. Ne? Und einige sicherlich wissen von euch ja, ich war ja heute auch nochmal auf der Kirmes gewesen und auch gestern noch und viele Zuschauer wissen das ja wahrscheinlich auch noch von Facebook, hab ich's ja auch noch gepostet.
Was ich fragen wollte, seid ihr irgendwie so große Achterbahn-Fanatiker? Würdet ihr, sag ich mal, die totalen krassen Achterbahnen fahren? So, sag ich mal, im Six Flags Park also, in Amerika oder so? Ich würde ja gerne mal bei uns, in Frankfurt gibt es ja einmal bis zweimal im Jahr die Dippemess. Aber da gibt es richtig geile Achterbahnen. Da sind 8, 9 verschiedene Achterbahnen, jedes Jahr andere. Ja. Auch Nachbauten zu diesen großen Achterbahnen, die es halt auch in den Staaten und sonst wo gibt. Mhm. Aber wenn man auf die Dippemess geht, kannst du damit locker rechnen, dass du den ganzen Monatslohn ausgibst. Okay, das ist schon heavy. Das ist so teuer bei uns. Allein der Eintritt pro Person sind 28 Euro. Ja. Und einmal Autoscooter fahren, 5 Minuten lang, kostet dich 12 Euro. Oh. Da musst du für alles extra bezahlen? Mhm. Und das ist ein Freizeitpark oder was, oder? Nee, das ist halt so wie die Kirmes. Das ist, ach so. Das kommt und ist dann, meistens ist das so okay. Im September. Ja. Aber das ist so teuer. Da kann ich auch gleich in den Europa-Park fahren. Naja, klar. Hast du mehr von? Ja, da zahle ich nur einmal Eintritt und dann muss ich nochmal noch das zahlen, was ich verfuttere. Mhm. Aber kann überall fahren. Aber ja. Das ist eine ziemlich weite Strecke. Bei dem man sich verfuttert, da werde ich schon mal. Ich liebe ja, Kirmesessen. Oder so. Oh, ja. Also ich liebe die Bratwurst, weißt du, wenn du dann so eine 50 cm Bratwurst hast. Oder allein die Gerüche, Schokolade. Wenn du über die Kirmes gehst, so Popcorn, mhm. Mandeln. Mhm. Ne? Kann ich das aufhören. Das ist so süß alles, das ist Instant Diabetes. Ja. Aber egal, es schmeckt, es ist lecker. Eine Bratwurst. Ich esse eine lange weiße und eine lange rote Bratwurst. Immer. Kein Kommentar jetzt, das kann man jetzt nicht. Aber was ich mehr liebe wie Kirmes und Achterbahn, das Ganze im Wasser rutschen. Oh ja. Halleluja! Und er fährt vorbei und schreit und brüllt erstmal ins Mikrofon. Entschuldigung. Nein, aber so Aquapark, einige wissen es ja, ich habe ja in Spanien gelebt und in der Nähe von meinem Dorf gab es Spaniens größten Wasserpark mit über 50 Wasserrutschen, Dutzende von Erlebnisbädern, Wellenbad. Da hast du 5 Euro Eintritt für den ganzen Tag bezahlt und hast einfach noch Spaß pur gehabt. Die haben Wasserrutschen ins offene Meer gehabt. Boah, das war so geil. Oh ja. Das war so hammermäßig. Ja, Wasserrutschen sind auch genial. Da haben wir bei uns Therme Erding mit der, ich glaube, längste Wasserrutsche Europas, Erding, 400 ja. Meter. Ja. Ja. Da schwimmst du auf Reifen, Gummireifen. Durch. Wasserrutschen muss ich sagen. Ich habe ja Höhenangst, deshalb Wasserrutschen, meine Achterbahn. Sowas wie Towerfall käme für mich nie in Frage. Freefall Tower, yeah. Ey. Also, auch nicht Indoor im Dunkeln? ihr zwei wisst ja auch, dass ich panische Höhenangst habe. Ja. Aber was ich gerne mache, ist Bungee Jumping. Okay. Das ist etwas, du bist mir sicher. Ja, es ist, wenn ich ungesichert auf dem Balkon stehe, habe ich das Gefühl, das ganze Gebäude schwankt. Aber wenn ich so ein Seil habe und da runterspringe und wirklich wieder hochkomme, ja. Oder was wir mal wirklich machen müssen, ist Fallschirm springen. Nein, das Gefühl. Ist so geil. Das Gefühl, das frei. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich kann die Leute verstehen, die daran wirklich Spaß finden und alles und auch sollen sie auch haben. Mein Gott, ne, warum nicht? Aber ich glaube, mich wird da keiner in den Flieger kriegen für kein Geld. Einer meiner Freunde früher in der Schule ist beim Fallschirmspringen gestorben. Davor habe ich es in Erwägung gezogen, jetzt niemals. Never ever. Ich würde es wieder machen. Ja, wie gesagt, ist ja jedem sein gutes Rechner und sagen wir jedem seinen Spaß. Ne? So. Der eine holt sich einen Adrenalinkick so, der andere holt sich auf der Achterbahn. Eben. Das ist ja nichts anderes wie eine Ausschüttung von Adrenalin. Eben. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, das Wochenende, wo ihr kommt, ist einfach zu kurz. weil wir ja gerade nochmal bei dem Thema Wasserrutschen, wenn ich da nochmal kurz was andeuten muss, ich muss sagen, ich war einmal in Köln gewesen, in
in so einem Hallenbad, beziehungsweise Anführungsstrichen, ja, Freizeit-Spaßbad war das. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Es ist kurz vor Köln. Und da war, weil ich habe die unheimlich geil gefunden. Ich habe die im Fernsehen gesehen und ich wollte die unbedingt ausprobieren, diese Looping-Rutsche. Die habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen im Fernsehen oder so. Aha. Und, hab ich schon gemacht, ist geil. Ja, und beim ersten Moment, wie ich dann die Treppe raufging, wie die da Dinge eröffnet hatten, weil das war ja nicht direkt zur Eröffnung offen, sondern haben so eine Stunde später dann eröffnet. Und dann stand der Typ da oben, du bist immer höher gegangen und ich denk so, ach du Scheiße, was machst du hier, ne? Und da musstest du erstmal dich wirklich überwinden, auf dieses Brett dich da zu stellen und da wirklich zu denken, Alter, da gehst du gleich voll ab. Also die erste Überwindung ist wirklich da drauf dich zu stellen und halt, ne, dich drauf zu verlassen, dass der Typ die Knöpfe drückt, dass das Brett gleich weggeht. Ja, voll, ja. Das ist einfach so dieser Kickstart, dieses, ja. Der wird der Boden unter den Füßen wortwörtlich weggezogen, das macht ja so Laune. Ja. Und dann schießt du da runter teilweise mit 80, 90 Stundenkilometern in diesen Looping rein. Und das Ganze mit nacktem Oberkörper, nur im Badehose auf dem Wasser. Und ich war am Ende gewesen. Also ich hatte am Anfang ja tierische Angst dann davor gehabt. Aber wie ich einmal unten war, habe ich gesagt, boah geil, jetzt will ich nur noch. Ja, das ist so. Kennst du diese Trichter? Ja. Oh ja. Wo du, da geht's erst einmal rund, aber abwärts, wirst immer schneller, dann wirst du halt wie so ein Trichter, da knallst du dann rein und musst dann gucken, dass du in das Loch durch die Mitte halt in den Pool runterkommst. Ja. Die machen auch so Laune. Was ich gerne mal machen will, ich glaube, das ist in der Schweiz oder so, das ist wie so eine Wasserkanone. Du hockst einfach drin, dann baut sich dieser Wasserdruck auf und haut dich einfach mal 20 Meter weg. Ja. Es gibt sogar eine Wasserrutsche in Madrid, ist die. Da darfst du keine Badehose anziehen und kein Bikini anziehen. Okay. Ja, aber das kommt heißt, das Kaka-Rutsche? Nein, du kommst nämlich sonst nackt unten an. Du musst halt einen speziellen Badeanzug anziehen. Ach weil so. Du so Fliehgeschwindigkeiten drauf hast, dich so oft drehst, dass die Leute teilweise unten nackt rausgekommen sind und die Badehose und Bikinis sind irgendwo in der Wasserrutsche hängen geblieben. Lass mal kurz. Kommst du raus, ey? Kommst du unten nackt raus, ey? Wo sind deine Klamotten? Die habe ich oben gelassen. Das ist irrelevant. Ich glaube, so wurden unfreiwillig viele Kinder gezeugt. Kennt ihr diese Wasserrutschen, die komplett dunkel sind und dann innen drin. Oh, schön, das war ihr. Diese Lichtshow hat. Ja, kenne ich. Du meinst diese dunklen Rutschen? Ja, diese dunklen Tunnelrutschen. Wenn du Erding kanntest, warst du das schon mal? Nee, ich habe das nur sehr häufig auch im Fernsehen gesehen und auch mal so gegoogelt. Ja, Galileo hat da was gemacht. Ich wollte da unbedingt so hin. Weißt du, was das Coole ist in Erding? Nee. Die haben da so eine Bar im Pool. Geil. Ohne Scheiß, du sitzt da an der Bar, säufst dein Pina Colada oder dein Mai Tai im Pool und bist dann irgendwann wenn du aufs Klo musst, bam, du bist schon im Pool. Einfach laufen lassen, jawohl. Jetzt wissen wir es alle, Banane ist ein Beckenrandpinkler. Jetzt wissen wir es alle. Ja, ist klar. Ich hab's gewusst und ihr wisst es auch. Und du, Flexi, du bist so ein Badewannen-Arschbomber. Ja, bin ich auch. Badewannen-Arschbomber. Ich will ja auch, dass die Badewanne zur Hälfte leer wird, damit nichts überschwappt, wenn ich reingehe. Das ist immer, ihr habt so Badewanne, ohne Scheiß, da sitz ich drin und hinter mir staut sich das Wasser, weil ich einfach mal abdichte. Bei der Rutsche, da läuft das Wasser schon die Treppe wieder runter. Unten ins Auslaufbecken. Hier kennt ihr die Simpsons-Folge, wo Homer in der Wasserrutsche stecken bleibt? Ja. Ja. Jawohl. Das war auch so geil. Fum. Nein. Jawohl. Alter Schwede. Ah, ja. Hui, da geht aber einer gerade auf die Schienen. Apropos Schienen. Seid ihr regelmäßiger mal mit Zug gefahren oder so? Oder? Mit Ticket oder schwarz? Ja, ganz normal, ne? Mit Ticket so. Was? Zweimal. Okay. Also auch nicht so regelmäßig, also.
und sagen würdest. Ich muss ganz ehrlich sagen, Züge zu. Nee, ist nichts für mich. Ja. Eher fliegen oder Autofahren. Okay. Aber ich tendiere mehr zum Autofahren, weil beim Autofahren kannst du einfach mal rechts ranfahren, Häuschen machen, ein bisschen Landschaft genießen bei langen Strecken. Mhm. Und im Zug, da sitzt ja wirklich eine lange etliche Strecke. Stunden. Ja. Da sitzt der den allerwertesten Bund. Ja. Ja. Obwohl, ich muss sagen, als ich bin hier vor einem Jahr, anderthalb Jahren, mit dem neuen ICE gefahren mal. Mhm. Sau bequem. Mhm. Komfortabel, kostenloser WLAN-Zugang und du hast unter jedem Sitz Steckdose, um dein Smartphone aufzuladen. Das ist geil. Das hatten sie übrigens auch in Köln. Bei der Gamescom hatten sie das gehabt. Und zwar bei den Warteschlangen, wo du halt anstehen musstest für die Spiele, hatten sie auch so Ladestationen gehabt und Stecker und sowas. Das hast du bei uns, hast du zum Beispiel, wenn du bei mir auf die Bank gehst, zur Sparkasse, hast du mit dem Wartebereich, da hast du Tablets. Ja. Wo du im Internet surfen kannst, Nachrichten lesen kannst. Und du hast eine sogenannte Loadstation. Da kannst du halt dein Smartphone hinlegen und kannst es mal aufladen auf Kosten der Bank. Oh, cool. Ja, geil. Ich hab da gleich mal drei Powerbanks vollgeladen. Weil die Bank hat ja genug Geld. Ja, eben. Jawohl. Und was hältst du so von Zugfahren, Banane? Ich mag eigentlich Züge. Total geil. Solange du Internet hast, hockst da drin, kannst denn Musik hören. Mhm. Ganz ehrlich, wenn es nicht so teuer wäre, würde ich die ganze Fahrt im Speisewaggon verbringen. Aber weil du gerade sagst, Speisewaggon und teuer, ich muss sagen, auf der Gamescom war das Essen und das Trinken sehr überteuert. Sehr überteuert. Das ist aber auf Messen meistens so, weil auf Messen und Konzerten. Ich weiß, das letzte Konzert, wo ich war, da habe ich bezahlt für ein Bier 4 Euro. Mhm. Also das ist schon ziemlich teuer. Also die hatten also da jetzt... Die wollen dort ja auch was verdienen. Die hatten jetzt da für eine Bratwurst, also auf der Gamescom hatten sie halt für eine Bratwurst im Brötchen hatten sie halt 3,20, glaube ich, war das gewesen. Und für so ein Schweinesteak da im Brötchen, was das war, da glaube ich 5,20 Euro. Ja, da ist schon ein bisschen... Aber das ist... Das ist günstig. Das ist, also für eine Messe ist das günstig. Ich habe bezahlt auf der IAA in Frankfurt, also die internationale Autoausstellung, habe ich bezahlt für Bratwurst und Brötchen 7,40 Euro. Ja. Und für Schnitzelbrötchen 11 Euro. Was? Was? Ja, 11 Taler für Schnitzelbrötchen. Okay. Und Wasser will ich gerade mal nicht so sprechen. Ich glaube, die haben da so ein bisschen... Oh, Schrank ist bleiben wir stehen. Oui. Nein. Boah, das war aber knapp. Das war verdammt knapp. Und beim Wasser mal, ich port euch mal zu euch, weil sonst komme ich nie hinterher. Wir können ja ein bisschen warten hier auf dich. Also ja, zum Thema bitte. Wasser muss ich sagen, wollte ich schon fragen, war gerade Jesus da und hat das Wasser in Wein verwandelt? Okay. Jesus. Oder was auch auch wirklich extrem teuer ist, ist die IFA. Internationale Flugausstellung in Berlin. Mhm. Okay, wer wird hier verfolgt? Wer wird hier verfolgt? Aha, ich nicht. Oh. Nein, ich nicht. Ich weiß ich nicht, auch nicht. Ich weiß nicht, was ich auch hat. Nicht. Bist du wieder da, Banane? Das ist ein Bug, den die in letzter Zeit einfach haben, dass die Polizei einfach in irgendein Auto reinrammt und ihn nicht verfolgt. Was will er denn von, mir was? Der will... Du bist halt wieder zu schnell gefahren. Nee, ich glaube... Was macht der? Ich sehe da nicht mal keine Bullen Ahnung. Bei euch. Lass ich sehe da nicht mal Bullen. Lass uns mal weiterfahren, der Banane ist auch wieder da. Okay, aber der regt sich, glaube ich, wieder ab. Der dreht da nur seine Kreise, oder? Der macht schon. Donuts. Nee, der kommt. Was hat der denn? Hat der irgendwelche Probleme? Fahr. Ja, wie gesagt, also sonst so eigentlich allgemein finde ich, Gamescom war schon ganz cool, werde ich nächstes Jahr auch wieder sein. Da werden wir, denke ich mal, alle drei Mann, ne, wenn wir da sind auf die Gamescom nächstes Jahr. Mindestens wir drei, mindestens. Denke ich mal, wenn nicht noch mehr. Weil, was wenige wissen, die Community, die hinter uns steht, unsere regelmäßigen, wir sind viele, wir sind Legion. Wir sind viele. Wir sind mein Sparta. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Wir sind Sparta. Ja.
Nee, und auch wie gesagt, jetzt in der letzten Zeit kamen wir auch gar nicht dazu, irgendwie was aufzunehmen. Wir haben so viel um die Ohren gehabt, auch privatmäßig war halt viel. Krankheitsbedingt. Nee, krankheitsbedingt war da auch was gewesen. Da müsst ihr uns einfach mal entschuldigen. Und Bitte. Ja, genau. Bitte. Aber dafür, wie gesagt, seht ihr ja jetzt diese Folge, die dann schon an dem schönen, ja, 10. August rauskommt. Aber ihr könnt uns ja mal, wenn ihr wollt, es gibt so eine bei YouTube so eine tolle Funktion mit Kommentaren. Ja. Einfach mal Kommentare, ach nee, Kommentare hinterlassen. Ach, kenne ich noch ja, gar sowas nicht. Ja, gibt's. Wie funktioniert sowas das denn? Ja. Ja, du musst dich anmelden bei YouTube oder geht auch anonym. Okay. Und dann klickst du einfach auf einen Kommentar hinzufügen. Aha. Und dann könnt ihr Anmerkungen, Anregungen, was euch gefällt, aber, was euch weniger aber sag gefällt. Mal, sag mal, wird mein Kommentar denn überhaupt bemerkt? Hat der denn überhaupt eine Bedeutung? Ich glaube ja. Also wir gehen auf unsere Community und Follower ein. Also wer uns Fragen stellt, antworten wir. Das stimmt. Ihr könnt auch mal Sachen über uns fragen. Was sind wir? Ihr hört jetzt so drei verrückte Vögel, die über irgendein Zeug labern. Ja, und denkt auch, was sind das denn für Blödmänner? Die können ja gar nichts. Die können doch nicht mal das Auto fahren. Und es wäre sicherlich mal denkbar, wenn ihr eine PS4 habt, eine Crew habt, dass man auch mal einen Gast zu einer Folge Boxenstopp einlädt. Und dann können die Zuschauer ja auch mal mitmachen. Der einfach dann seinen Rhabarber einfach mit ablässt. Ja, gut, das mit dem Gast, das müssen wir noch so ein bisschen noch abklären, wie wir das Ganze handhaben werden. Aber eventuell ist es geplant. Na, aber über ein paar Kommentare würden wir uns mal freuen, über ein tolles Feedback von euch. Genau. Was euch so gefällt, was euch so weniger gefällt, was man ändern könnte. Richtig. Und allgemein auch so vielleicht ein paar Themen vorschlagen, worüber wir mal vielleicht diskutieren könnten oder sowas. Ne? Ja. Wo ihr vielleicht sagt, hör mal, das könntet ihr mal ein bisschen diskutieren oder so, dann. Ihr könnt auch einen Wunsch äußern, was für ein Auto wir beim nächsten Mal fahren. Genau. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwie. Der liebe Bananenbrot, der steht noch da hinten rum. Der kriegt's gar nicht mit, der ist schon wieder voll neben der Spur. Ein kleinen Tipp für euch, die das sich angucken. Ihr könnt euch für Banane gern wünschen, dass er mit dem Rosa in dem Auto fährt. Das macht er sehr gerne. Banane kriegt das aber auch irgendwie nie hin, so in der richtigen Position zu stehen. Er weiß ganz genau, dass ich in der Mitte stehen muss, ne? Ja. Das weiß er jetzt normalerweise schon. Mittlerweile ist es ja die 9. Folge und ich glaube, nach 9 Folgen müsste man es eigentlich drin haben. Aber ich glaube, es ist schon relativ spät, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und damit ist eigentlich auch für die Folge eigentlich schon alles gesagt. Und aber noch das Schlusswort. Flexi, du kennst Banane, du weißt, wie sein Name ist, er ist Banane. Ich weiß. Ja, und das ist ein schönes Schlusswort. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge und dann schon Folge 10. Boxenstopp. Also, macht's gut. Tschüss. Servus. Ciao. Auf Wiedersehen.